Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Nier und herzlich willkommen zum nächsten Call of Duty Black Ops 3 Online Video. Ja, meine lieben Freunde, ich bin sowas von am Arsch, Alter. Und wer es gestern mitbekommen hat, ich habe gestern meinen ersten Livestream gestartet auf Twitch. Und es ist einfach unglaublich gewesen. Ich habe 10 Stunden am Stück gestreamt und habe nur von Champions gezockt. Und ihr glaubt es nicht, Alter. Wir hatten anfangs einfach 10.000 Zuschauer. Das ist einfach so krass, Mann. Ich weiß noch, vor 4 Jahren, als ich gestreamt hatte, da hatte ich einfach mal 100 Zuschauer. Und jetzt sind es einfach 10.000. Das ist unfassbar. Danke auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der dabei gewesen ist. Es war eine geile Zeit, die ich da hatte, die 10 Stunden. Dafür bin ich aber jetzt richtig am Arsch, Mann. Ich habe bis 9 Uhr morgens oder 8 Uhr gestreamt, dann bis 17 Uhr gepennt. Und werde jetzt hier die Videos aufnehmen. Heute wird vielleicht nur Call of Duty kommen. Ich muss mal schauen, weil wir haben momentan kein festes Spiel auf dem Kanal, was ich bringen kann, außer Resident Evil und Call of Duty. Aber ein drittes Spiel fehlt. Das habe ich euch ja vor ein paar Tagen bei Modern Warfare gefragt. Ich werde, denke ich, Beyond Two Souls Let's Playen, weil The Walking Dead Season 3 kam leider noch nicht raus, Mann. Das war einfach so eine Scheiße. Die haben doch gesagt, das kommt am 18. Februar oder so raus. Dabei ist es noch gar nicht rausgekommen. Egal, müssen wir uns abwarten, müssen wir warten. Und ja, wir zocken heute mal wieder eine Runde Black Ops 3. Das kommt ja so krass bei euch an. Jedes Black Ops Video über 100.000 Klicks. Danke für euer Feedback. Und ja, muss ich sagen, geht's los. So, Leute, ich hab mein... So, Leute, da haben wir unser erstes Spiel gefunden, Mann. Ey, ich bin so platt, ne? Also 10 Stunden am Stück streamen bei seinem ersten Stream. Das war schon echt hart für mich. Aber ey, Leute, ich bin immer noch echt überwältigt, Mann, wie das gestern abging. Der Chat ist eskaliert, ihr seid eskaliert. Also auf jeden Fall großes Dankeschön dafür, Mann. Das war echt eine geile Erfahrung, Mann. Und ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, öfter jetzt versuchen zu streamen, Leute. Ob auf Snapchat oder... auf Snapchat. Ob auf YouTube oder Twitch, da werde ich noch schauen. Aber ja, auf jeden Fall, mir hat es übertrieben viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, den meisten von euch hat es auch Spaß gemacht. Guck mal, jetzt kriege ich ja gerade auf den Sack. Also heute ist es mir egal, ob wir abkacken oder nicht bei COD, Alter. Weil ich bin gerade sowas von im Arsch. Das könnt ihr euch und wollt ihr euch gar nicht vorstellen, Mann. Aber es hat übertrieben Spaß gemacht, Alter. Danke auf jeden Fall für alles, Mann. Danke. Hier in deine Birne. So, wir werden uns natürlich auch versuchen, ein bisschen hier aufs Gameplay zu konzentrieren. Damit wir nicht allzu sehr ablosen. Da oben war auch noch einer hinter mir. Scheiße. Wir hatten gerade Drohne. Aber was wollte ich noch so sagen? Genau, es gab natürlich ein paar Probleme. Zum Beispiel, es wurden die Donations nicht angezeigt. Oder, so Sachen wie die Follower wurden nicht angezeigt, also wer mir gefolgt hat auf Twitch, solche Sachen. Oder dass mal der Stream kurz off war, weil irgendwas gewesen ist und so. Das sind alles noch so Sachen, die im Anfangsstadium sind. Man kann ja nicht den ersten Stream raushauen und direkt ist alles perfekt. Sowas gibt's einfach nicht, Leute. Und dafür fand ich es schon echt top, Alter. Ich hatte auch meine Jungs hinter mir gehabt, Emre, Burak, an die nochmal ein riesengroßes Dankeschön vor allem, dass die mir geholfen haben hier. Die haben mir da geholfen, so ein paar Sachen einzurichten, sodass die Musik oben angezeigt wird und so. Oha, was macht der da? Ist auf einmal... Macht auf einmal hier Matrix, ey. Solche Sachen. Und ich finde, auf Twitch ist einfach... Wie soll ich sagen? Da sind die Leute einfach... Keine Ahnung, die Streamer, ich finde das voll cool. Die unterstützen sich alle gegenseitig. Auf YouTube hat man das meistens nicht so, Alter. Da denkt hier wirklich jeder nur an seinen eigenen Arsch. Und auf Twitch, Alter, da kommt man online... Da kriegt man einen Host von dem, kriegt man einen Host von dem. Da will der einem helfen, der will einem helfen. Und das ist alles schon richtig korrekt, Alter. Jetzt können auch viele denken, ja, nee, die kommen jetzt nur bei dir angekrochen, weil du so viele Abonnenten hast und so. Aber ich habe das ja vorher auch schon gesehen, Mann. Jeder unterstützt sich auf Twitch, so gut es geht. Und das finde ich einfach korrekt, diesen Zusammenhalt, Alter. Weil ich bin eigentlich auch so ein Mensch, Alter, der... Oha, Alter, ich habe fast einen Triple unten links gehabt. Hinter mir. Ey, wo soll ich... Da oben. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ich muss kurz meine Eier chillen hier. Richtiger Öni, der Camper gerade. Da kommt noch einer hier. Wo ist der hin? Da. Ey, Mann, guck mal, jetzt habe ich wieder ein bisschen zu überachtet. Guck mal, ich habe den... Der Andilator hat 7 Söhne. 7 Söhne hat der Andilator. Ey. Und die kannten nicht. Bam. Und sie hassen nicht. Ey, wo... Ich will einen töten mit dem Andilator. Ey, willst du mich... Ich hab den bekommen. Also, Andilator ist nicht mehr da. Hä? Wer ist das denn? Ach so, der ist am Knien, Alter. Ich hab gedacht, der wäre am Leben. Habt ihr das gesehen? Junge, Junge. Genau. Jetzt beginnt ja Karneval von Donnerstag bis Sonntag, bis Montag, Leute. Das heißt wieder für mich,
Ja, komplette Eskalation. Ich werde auf jeden Fall noch die Tage meinen Karnevals-Vlog hochladen. Der wird auch noch kommen. Von vorletztem Jahr, weil mir ist immer über die Tradition, dass alles ein Jahr später kommt. Aber der Vlog wird bestimmt richtig cool werden. Ich muss mich da jetzt unbedingt dran setzen. Das habe ich total vergessen, ey. Das werde ich auch machen, Leute. Was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich muss genau für Karneval auch auf jeden Fall auch ein paar Videos vorproduzieren. Ja, für viel FIFA und für viel Gaming. Ey, wenn der mich jetzt holt, ne? Weil sonst bin ich ja, ich bin ja immer unterwegs von Donnerstag bis Montag und werde auch bestimmt so viele Leute von euch wieder hier sehen in Düsseldorf und sowas. Aber ja, wenn ihr mich seht, Leute, spricht mich einfach euch an. Ich mache mit jedem ein Foto. Ich glaube, ich habe bisher in meinem ganzen Leben vielleicht zwei Leuten wegen einem Foto Nein gesagt, weil ich da auf der Gamescom im Stress war, unterwegs war und wir mussten schnell von A nach B. Sonst, ich mache mit jedem Foto, weil ich weiß, das ist echt zu schätzen, Alter. Ohne Spaß, Mann. Bin ich einer, der sagt, nein, ich mache kein Foto, weil ich kenne so viele YouTuber, Alter, von denen ich auch sowas gehört habe und das ist überhaupt nicht korrekt, sowas, dieses Verhalten, Mann. Ich wollte noch ein paar Sachen ansprechen, genau, und deshalb, ich brauche hier auf jeden Fall auf dem Kanal noch ein festes Spiel und ich habe mir dazu wahrscheinlich überlegt, Beyond Two Souls zu bringen. Das ist ja auch in der dieser Edition gewesen, wenn man sich Heavy Rain kauft, das Remake für die PS4, dann hat man einmal Heavy Rain dabei und Beyond Two Souls. Und das Spiel soll auch richtig cool sein. Anfangs, habe ich gehört, soll es ein bisschen langweilig sein. Heavy Rain war am Anfang auch nicht so geil, muss ich zugeben, aber dann wurde es immer geiler. Und ich finde, so ein Story-Spiel gehört auf jeden Fall dazu. Viele meinten, ja, bring nochmal GTA Vice City, GTA 4. GTA-Teile werden auf jeden Fall auch noch kommen, Leute. Aber ich habe erstmal Bock auf Beyond Two Souls, weil das ist auch vom Kollegen ausgeliehen. Und ich werde es jetzt nicht allzu lange bei mir behalten hier. Und ich denke, das werde ich dann ab morgen oder übermorgen starten. Ich denke mal eher ab übermorgen. Ich schaue einfach mal, Leute. Und ja, WWE. Na, WWE ist jetzt wohl erstmal aufs kalte Eis gelegt worden, Leute. Kann ich nichts machen, Mann. Das ist echt mies, ey. Ich glaube, einer hat mir sogar in die Kommentare geschrieben, dass er sich El Rille erstellt hat, El Rille Junior. Und, oha, ist er nicht gestorben? Dass sich El Rille erstellt hat. Und auch gerade da ist, wo ich quasi aufgehört habe. Das fand ich auch ziemlich cool. Vielleicht kann ich ja mit seinem Account weiterzocken oder so. Ich weiß. Ey, wie viel schluckt der denn? Alter, nur ein Assist bekommen. Digga, wo sind die denn hier? Egal, ich stürme jetzt mal ein bisschen. Aber dafür, dass es meine erste Runde ist, Präzision ist vorhanden. Ja, ist okay. Oha, wie ich den gekommen habe. Ey, ich habe diese Luftangriff. Hellstorm. Da habe ich was gehört. Ja. Ah! Boah, der hat mich voll erschrocken, Alter. Habt ihr das gesehen? Auf einmal stand der vor mir. Kranker Shit. Bam, 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 bam. Ja, ich habe nur einen bekommen. Geile Scheiße. Aber ja, Leute, wie gesagt, morgen, übermorgen geht dann ein neues Spiel los. Dann haben wir sozusagen Resident Evil als festen Bestandteil des Kanals. Und dann haben wir noch Beyond Two Souls und Call of Duty in Abwechslung mit GTA 5 Online und sowas. Und ich denke, so passt. Guck mal, was für ein Headglitcher das war. Hat er die Granate in sein Face bekommen. Oha, ich komme, ich werde nicht entscheiden. Guck mal, jetzt, wie ich den holen werde. Nein! Nein, da kam noch sein Bruder! Leg dich hin! Scheiße! Aber ja. Sonst schreibt ihr mal genau jetzt unter dieses Video ein Spiel, was ihr sehen wollt. Weil The Walking Dead, das wollte ich bringen, Mann. Ich hatte das extra in Planung, dass ich Heavy Rain zu Ende bringe. Und dann ab dem 18. Februar schön mit euch zusammen. Hier, zack, bringt der Öni mal wieder The Walking Dead Season 3, Episode 3. Und dann so eine Scheiße, Alter. Das war schon echt mies, Mann. Ohne Witz. Das war richtig scheiße, ich schwöre es euch. Ich habe mich sowas von geärgert. Jetzt mal den Andilator raus. Der Andilator hat 7 Söhne. Boom! Der Andilator hatte 7 Söhne. Boom! Headshot ist da. So, jetzt kommt mal her. Ich höre wieder Sprünge von links, von rechts da. Jawohl. Komm, zeig dich. Nein! Jawohl, boah, hinter mir war einer. Da. Ich höre irgendeine Glocke hier läuten. Jetzt ist es im Spiel oder wo ist das? Nein! Nein, nein, Alter! Scheiße! Scheiße! Aber guck mal jetzt hier, boah, wie viele hier sind. Ja, super. Und ich krieg wieder nur einen, Alter. Was eine Scheiße. Egal, unser Team ist gut am Führen. Die Runde ist in Ordnung, Leute. Ich habe gedacht, ich würde heute total ablosen. Aber dafür, dass ich so am Arsch bin, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Bin ich zufrieden. Für meine Verhältnisse ist das in Ordnung.
Und ich finde das krass, Alter, dass ihr Call of Duty alle so sehr feiert, Mann. Auf dem Kanal, ja? Das ist. Alter, okay, hab mich gerade. Okay, gerade lässt die Präzision nach. Sonst, was wollte ich ansprechen? Genau. Also Karneval, ich weiß nicht, ob das bei euch allen auch so krass gefeiert wird, aber hier in Düsseldorf bei uns, ey, ist immer komplette Eskalation. Ich werde den Vlog, denke ich, auch auf dem Kanal hochladen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich eigentlich einen neuen Kanal bringen wollte. Feel Real wahrscheinlich. Aber momentan ist es einfach alles zu stressig, jetzt noch einen neuen Kanal anzufangen. Ich muss mir erstmal überlegen, wie ich das alles mache und so. Deshalb werde ich, glaube ich, den Karneval-Vlog erstmal auf dem Kanal hochladen. Oder auf viel FIFA, schau einfach mal. Gucken. Aber ja, Leute, ey, das ist echt schwierig, Mann. Wenn ich jetzt noch, wenn ich drei Kanäle führe, also viel FIFA, viel Gaming und dann noch einen dritten Kanal und dann noch zu streamen, dann habe ich wirklich gar keine Freizeit, Alter. Deshalb, ich musste erstmal alles unter einem Schirm bekommen und dann kann man wirklich genau schauen, wie man alles strategisch angeht, Alter. Weil ich habe wirklich auf alles Bock. Ich habe Bock auf einen neuen Kanal, ich habe Bock auf Streams, ich habe Bock auf Videos. Ihr wisst ja, ich bin so motiviert dafür. Und, ja, Mann, Alter, es macht mir einfach Spaß und euer Feedback ist meine Motivation, das wisst ihr ja, deshalb unterstützt mich immer schön kräftig und fleißig mit einem Daumen nach oben. Komm, weiter, weiter. Also ich sag, wir haben 20 plus Skills, was sagt ihr? Meint ihr, wir haben 20 plus Skills? Ich sag, wir haben 20 plus Skills, sie haben nicht nachgeguckt, die Runde ist ja eh gleich vorbei. Bei uns gibt es gleich schön lecker Lammspieß vom Türken, Alter, boah, lecker mit Burgul. Jetzt habe ich euch zum Schluss des Videos nochmal schön Hunger gemacht, oder? Auf jeden Fall, boom! Ja, Mann, 40-18, Alter, ging klar. Wir waren der Beste aus der Runde, Alter, korrekt. Haben wir eine gute Lobby erwischt, Alter. Und ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst, wie gesagt, einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, auf was für ein Spiel ihr eigentlich so am meisten Bock habt momentan. Also ich denke mal, es wird zu 90% Beyond Two Souls werden. Und ja, Donnerstag bis Montag Karneval. Ich werde Videos vorproduzieren, denke ich mal. Ich werde es versuchen. Und ja, danke auf jeden Fall, wie gesagt, an alle, die gestern beim Stream dabei gewesen sind. Wer Twitch noch nicht gefolgt hat, kann es gerne machen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin raus, man, euch allen schönen Abend. Ey, ich bin so kaputt. Ich weiß noch nicht, ob heute ein zweites Video kommt. Ich denke mal eher nicht, weil ich wüsste nicht, was ich jetzt bringen soll. Wir schauen einfach mal, Leute. Aber es wird auf jeden Fall die Tage weitergehen, wenn auch wieder zwei Videos pro Tag kommen. Macht euch mal da keine Sorgen. Ich bin raus, haut rein und ciao.